Zu einem Dachstuhlbrand kam es am Donnerstagmittag in der Hans-Staaten-Straße in Wolfhagen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei könnte der Brand durch eine Zigarette ausgelöst worden sein. Ein Mitbewohner räumte gegenüber der Polizei ein, zuvor eine Zigarette im Bereich des Wintergartens kurz vor Brandausbruch geraucht zu haben. Nach Angaben der Brandursachenermittler ist auch hier der Brand ausgebrochen. Gegen 12 Uhr gingen erste Anrufe in der Leitstelle ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Flammen bereits über die Fassade hoch ins Obergeschoss ausgebreitet. Die Meldung, das Feuer hätte auch auf das Nachbarhaus übergegriffen, hatte sich als falsch herausgestellt. Allerdings ist es durch die enorme Hitze in Mitleidenschaft gezogen worden. Zum Glück wurde bei dem Brand niemand verletzt. Alle Menschen konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr konnte eine Katze noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und an die Besitzer übergeben. Eigentümer Stefan Prior war gerade an der Arbeit, als die Nachricht von seiner Frau kam. Das Haus steht in Flammen. Er fährt sofort nach Hause und sieht das Ausmaß der Katastrophe. Ich denke, man hat sie jetzt auch noch nicht so richtig realisiert. Das wird erst später kommen. Also ich habe... Natürlich ist es ein bisschen ein komisches Gefühl, aber ich weiß auch gar nicht, wie es drin aussieht, wie es weitergeht. Also die Feuerwehr sagt, es ist unbewohnbar, ganz klarer Fall momentan. Wir werden dann wohl beim Schwager unterkommen und dann müssen wir weitersehen. Aber es wird wahrscheinlich erst später kommen, dass man merkt, ah, da fehlt was oder es ist was. Es ist noch gar nicht so richtig angekommen, denke ich mal. Eigentlich sollte für den Anbau am Freitag Richtfest gefeiert werden. Der Baum wird aufgestellt, feiern möchte verständlicherweise niemand. Aktuell gilt das Haus als unbewohnbar. Zum Einsatz kam die Feuerwehr Wolfhagen und Ortsteile mit insgesamt 73 Einsatzkräften.